Hallöchen. So, ihr seht es hier schon blinken. Ich nehme das mal weg, so kann man es ja kaum erkennen. Also auf der Kamera kann ich es kaum sehen. So kann man es erkennen. 1857. Ja, 1857 Milliampere-Stunden. Und zwar ist das der Enerloop-Akku, den ich ja gezeigt habe. Der ist mitnichten ja, Fritte oder was. Der ist eigentlich noch tipptopp. Der ist noch voll fit. So schmeißen die Leute weg. Ihr seht ja, ich habe da noch mehr gemacht. Es lag am Batteriehalter. Da habe ich jetzt mal ein bisschen was gelötet. Hat ein bisschen mehr Kontakt. War wohl der Kontakt nicht so richtig. Aber jetzt habe ich sie entladen auf 1857. Sie soll haben 2000 Milliampere. Beziehungsweise steht drauf Minimum 1900. Also es kommt gut hin. Ein paar Messtoleranzen haben wir ja immer. Ihr seht schon, ich habe da noch einen Widerstand oben drauf. Das ist nochmal ein 8 Ohm Widerstand mit 25 Watt, den ich nochmal parallel gelegt habe, damit ich hier mit dem Strom ein bisschen höher komme. Das Ganze hat jetzt hier, ich habe ja keine Zeit drauf, aber so gut 5 Stunden gedauert, bis die entladen war. Der Ladestrom war am Anfang etwas über 550 Milliampere und jetzt zuletzt bei etwa 380 Milliampere. Gestern, wo ich das versucht hatte mit nur zwei Widerständen, war ja anfangs nur 200 und ein bisschen Milliampere. Also das hätte mich, da weiß ich nicht, 10 Stunden oder was gedauert oder gekostet. Das habe ich jetzt so gemacht, dass es auch der Akku ist, kann ich noch mal zeigen. So, hier. Modell, Sanyo. Enerloop, rechargeable Batterie. Ich weiß nicht, steht ja nichts drauf, was da sonst bei einer nicht draufstehen würde. So, das war über das Ding. Das funktioniert. So, das war jetzt das Ding. Ein bisschen modifiziert. So funktioniert das. So, und jetzt, weil ich den Strom brauche, habe ich erstmal gewartet, bis der fertig ist. Jetzt komme ich nochmal zu dem kleinen hier. Mal gucken, ob die Kamera das so. Ja, das schafft sie. Ich habe ja die Powerbank geladen. Die schwarze. Wo ist sie denn? Ja, das steht schon so. Ich habe ja die hier vollgeladen und habe ja gesagt, er braucht so ungefähr 10 Wattstunden. Wo sind wir gelandet? 10,880 Milliwattstunden. Wattstunden. Also etwas über 10 Wattstunden. 2143 mAh ist rein. Passt von den Werten her. Auch das hat ein bisschen Toleranzen. Circa 2%, 3% so soll es haben. Ist okay, passt. Kann man nichts meckern. So, ich habe auch schon mir rausgesucht den USB zu seriell. Aber man sieht schon, das passt so von den Anschlüssen her nicht. Da ist Ground, CTS, 5 Volt, TXRX und so weiter. Also ich kann das nicht so direkt ranlöten. Da war ja an dem Kasten VCC, Ground, TXRX. Also muss ich mir da ein bisschen was zusammen, ja, basteln, dass ich den eventuell, wenn ich mit einem 3D-Drucker vielleicht nochmal so eine Platte drucke, den hier vielleicht so reinstecken kann oder wie auch immer ich das nachher machen kann, dass ich dann hier nochmal ein USB habe oder so nach hinten, dass ich dann an den PC komme. Mal gucken, muss ich mal schauen. Das kommt aber noch demnächst. Kann ich jetzt das ach, jetzt habe ich es resettet. Shit, ja, falsche Taste. Jetzt ist das auf 0. Also wir haben es ja gerade im Video gesehen. Ich hoffe, das Video kackt mir nicht ab. Ich guck mal, komm. Egal, ich glaube, man hat es gerade auf dem Video gesehen. Ich möchte jetzt kaum zurückspulen, aber ihr könnt ja mal kurz das Video pausieren, davor bei Group 2, dann seht ihr, was der an Spannung rausgegeben hat, also an Wattstunden. Das waren ja 7000 und ein bisschen. Und 10 brauche zum Laden. Halt Wandlerverluste, ist klar. Draufstehen tut halt 9000. Was waren das? Ne, 9,62 Milliwattstunden.
oder nee, Wattstunden, die das Ding haben soll. Also es passt schon. Gut, das war jetzt das Update über die zwei Akkus. Hier war eben Batteriehalter eben ein bisschen Öl. Den habe ich jetzt mal repariert. Noch ein Widerstand drauf. Natürlich habe ich das kalibriert, bevor ich das gemacht habe, nachdem ich da drauf gelötet habe. Mit dem Entladen. Aber der ist top. Und das schmeißen die Leute eigentlich einfach so in die Batteriekisten. Verstehe ich nicht. Ein wirklich völlig topfitter Akku, also für mich ist da wirklich topfit, in die Batteriekiste schmeißen. Also ganz ehrlich, der hat hier mit im Durchschnitt 450 mAh sich entladen, im Durchschnitt. Das ist eigentlich mehr, als ich die Dinger belaste. Also der könnte sogar vielleicht noch mehr bringen, mit ein bisschen weniger Belastung drauf. Also was will man mehr? Aber dafür habe ich die Teile, jetzt kann ich es endlich richtig in Anführungsstrichen genau machen. Vorher war das immer so ein, Murks will ich nicht sagen, aber so ein sehr grober, ja, passt oder passt nicht, Messungsgedöns, was ich hier mal gemacht habe. Jetzt geht es ein bisschen besser. Denn zum, wie hieß du, ich guck noch mal kurz nach. Andreas, du meintest ja, für Lithium hat der F-Lose noch ein Gerät vorgestellt. Wie ich dir ja schon schrieb, ich guck mal lieber, dass ich mir noch mal so ein Teil hier besorge. Jetzt nicht mit dem Netzteil oben drin, aber ein IMAX B6 mit Balanceranschlüssen bis zu 6 Zellen, weil das kann auch entladen mit das hier, glaube ich, sogar bis 3 Ampere oder was. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber wie man sieht, das hier ist schon... Es funktioniert gerade so noch und ich habe hier noch zwei, drei Sachen, die ich mit Balancer laden muss. Da habe ich keine extra Platinen drin, die habe ich extra für das Ding hier gebaut. Da gucke ich lieber, dass ich nochmal so ein Ding kriege, kostet 15 Euro bei eBay, da habe ich den ja geschickt. Passt ja. Dafür kann ich auch Lithium-Ionen nehmen. Laden tue ich sie in dem Sinne auch über mein Labornetzteil hier, weil ich das direkt einstellen kann mit Constant Voltage und Constant Current, wie man sie halt laden soll. Und das ist auch relativ genau. So, das war das darüber. Die Sachen funktionieren. Mehr wollte ich nicht zeigen. Okay, dann danke und bis zum nächsten Video. Wahrscheinlich dann den hier daran adaptieren. Weil vom Hersteller habe ich nichts gehört. Okay, bis dann. Tschüssi.